Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo von mir. Heute mal etwas anderes. Ich mache heute einen riesengroßen Proteinriegeltest und habe hier 10 verschiedene Proteinriegel vor mir liegen, die ich alle noch nicht getestet habe. Und es ist wirklich alles dabei. Also ich habe extra von verschiedenen Marken jeweils eingenommen, einfach random Geschmacksrichtungen und fange direkt mal an. Ich fange an mit dem Multipower Protein Boost Cookies and Cream. Davon hatte ich schon Kokosnuss und fand den eigentlich ganz gut. Der hat halt einfach nur mega Nährwerte. Der hat, der ganze Riegel, 190 Kalorien grob und fast 25 Gramm Protein. Und von innen sieht er so aus. Ich hoffe, man sieht das. Ist halt sehr zäh. Also man kaut daran eine gute Weile. Man schmeckt, dass es Protein ist. Also man schmeckt eindeutig. Protein stört mich selbst jetzt nicht so sehr. Ich finde ihn ganz okay. Ich fand Kokos besser, weil Kokos an sich ja schon einen intensiven Geschmack hat. Da man dieses Protein ein bisschen überdeckt. Aber ist gut. Wird für mich, glaube ich, der restliche Riegel als Topping zum Schmelzen, weil mir das pur auch sehr zäh ist. Sehr klebrig, wie man vielleicht gemerkt hat. Man hat wirklich was zum Kauen. Aber für die Nährwerte kann ich es auch empfehlen. Also ich finde, das Protein ist nicht so störend und es schmeckt nicht so künstlich. Bekommt eine 7. Eine 7 von 10. Das ist ein guter Riegel. Würde ich wieder kaufen. So, als nächstes. Ich glaube, bei denen gehen die Meinungen auseinander. Bei denen von Plain Burger habe ich schon viel Schlechtes gehört. Ich selber finde sie zum Beispiel echt gut. Vor allem diesen Espresso Nero, den liebe ich. Das ist Mango-Orange. Sieht so aus, hat weiße Schokolade und 130 Kalorien bei 16 Gramm Protein. Orange, voll intensiv. Mega schön weich. Wow. Sehr viel weich auf jeden Fall. Ich hatte letztens auch diesen Limette Minze getestet, der war auch gut, aber den finde ich tatsächlich besser. Der ist bei mir mit bei Kaffee mit ganz oben und Kaffee hatte bei mir eine 10. Bekommt der doch, würde ich safe wiederholen. Finde den echt lecker. 9,5. Also schmeckt auch nicht künstlich. Schmeckt natürlich nach Orange. Hat einen leichten Mango-Untergeschmack, aber die Orange ist im Vordergrund. Auch die weiße Schokolade echt lecker. Doch, kann ich empfehlen. Also wer die Leinberger-Riegel an sich gar nicht mag, der wird den, glaube ich, auch nicht mögen. Aber da ich die ja sowieso voll toll finde, finde ich den auch echt gut. Doch, ich finde den super. Okay, der nächste Riegel, den ich teste, ist von Hay. Weiße Schokolade und Strawberry ist, glaube ich, recht neu, soweit ich weiß. Und genau, ich finde die Hay-Riegel an sich ja sehr süß, aber ich bin mal gespannt. Riecht sehr intensiv nach Erdbeere. Die Hay-Riegel sehen halt alle mega schön aus. Also, da kann man nichts sagen. Schmeckt lecker. Finde ich besser als die anderen, aber wieder hier sehr süß. Ich merke es mal, wenn es bei mir zu süß ist, dass es mir voll schnell warm wird. Der ist sehr süß, aber die Konsistenz ist ein Traum. Man hat eine extrem leckere Erdbeercreme. Ist wirklich lecker, schmeckt auch natürlich. Und dann, ich glaube, ein weißer Schokoladensoße. Könnt ihr mir vorstellen, hier oben. Und die Crisps geben halt super Biss für die Konsistenz. Also wer die Hay-Riegel mag, wird den super finden. Ich finde den von den Hay-Riegeln am leckersten bis jetzt. Und am natürlichsten. Deswegen, aber da er mir trotzdem ein bisschen zu süß ist, eine 8,5. Ja. Okay, als nächstes Peanut Karamell. Den hatte ich mal im Globus gefunden von Allstar. Und genau, ich hatte davon schon mal eine andere Sorte getestet, fand die eigentlich echt gut. Deswegen gespannt. Sieht so aus. Also ganz normaler Nussriegel. Riecht intensiv. Mega überrascht. Ich hoffe echt, man sieht was. Mega. Doch. Also, das sind halt, ich glaube, Erdnusskaramell kann man nicht viel falsch machen.
Weil ich hatte bis jetzt noch keinen schlechten Erdnuss-Karamell-Proteinriegel. Weil die Erdnuss ja einen sehr intensiven Geschmack hat. Und schmeckt echt gut. Also schmeckt wie Snickers. Nur ein bisschen gesünder halt. Hat 200 Kalorien und 17 Gramm Protein. Dann Nährwerte versuche ich euch alle danach nochmal zu zeigen. Ja, aber da ich jetzt schon echt viele gute Pinakaramell hatte und bis jetzt noch keinen schlechten, ist das gerade so mich, wie heißt's, haut mich jetzt nicht um. Aber ist halt trotzdem mega lecker. Schmeckt auch null natürlich. Die Konsistenz ist auch mega geil. Ich finde es ja immer gut, Nüsse in Proteinriegeln. Deswegen, na, 8. Ja, 8. Als nächstes ein Exzellenz. Ich weiß gar nicht mehr. Die hatte ich, glaube ich, mal bei Edeka gefunden. Ich weiß nicht mal mehr wo. Und fand die bis jetzt auch alle echt gut. Und was ich interessant finde, es gab mal ein Pistazien. Es gibt Mandelpistazie als Proteinriegel und ich liebe Pistazien. Deswegen bin ich da sehr gespannt und habe hohe Erwartungen. Riecht ein bisschen nach Plätzchen. Ich weiß nicht, erinnert mich an irgendwas. Von außen ein ganz normaler Riegel. Nichts groß mit Nüssen oder so. Mmh. Boah. Und man sieht was. Hier ist die Konsistenz extrem geil. Hat was Teigiges, irgendwas Keksiges. Ja, hat ein bisschen was von Kuchen. Aber, Pistazie schmeckt mir nicht unbedingt raus. Schmeckt mehr nach Mandel. Vielleicht ganz, ganz leicht. Aber an sich trotzdem sehr lecker. Also ich finde die Konsistenz ist einfach das Geilste, aber dafür, dass eigentlich eine Pistaziencreme drauf sein oder beziehungsweise drinnen sein sollte, sehe ich da nicht wirklich einen Unterschied. Vielleicht liegt es auch an dem Riegel, aber. Nee, aber man sieht Pistazienstücken drin. Das auf jeden Fall. Man hat auch. Also es gibt gut Biss. Ich finde die Konsistenz halt mega geil. Also geschmacklich finde ich es auch mega. Ich würde ihn noch. Doch, ich finde ihn sogar besser als den von Hey und den anderen. Bekommt eine 9. Doch, ja. Ist mit Mango-Orange. Ja, eine 9. Halbzeit. Oh mein Gott. Als nächstes, wenn ich einmal beim Karamell bin. Karamell-Schoko. Davon habe ich auch schon 2 Riegel getestet. Den einen fand ich richtig gut, den anderen fand ich richtig schlecht. Das wird jetzt der Stecher. Bin ich gespannt. Karamell-Schoko. Von Sports Factory hatte ich mir mal in Heidelberg in den Müller geholt, alle 3 Sorten. Ist tatsächlich auch die Eigenmarke von Müller, habe ich gerade gesehen. Riecht künstlich, kann ich jetzt schon sagen. Sieht interessant aus. Riecht sehr künstlich. Ich glaube, mein Gesicht kann nicht lügen. Hier, also ist ein bisschen trocken, sehr bissfest, aber trotzdem trocken. Ich weiß nicht, schmeckt auch nicht wirklich nach Karamell, schmeckt nach, nee, schmeckt halt ein bisschen künstlich. Also ist nicht so meins, würde ich auch nicht empfehlen. Also ist, kann man essen. Muss man aber nicht. Also ich hole mir definitiv nicht wieder. Ich habe die eine Sorte war einfach nur Glück. Aber eine 4. Also. Gibt's bessere. Vor allem Schokokaramell. Und zwar weiße Schokolade Vanille. Bei denen finde ich bis jetzt eigentlich auch die Regel ganz gut. Von Premier Protein. Und das, ja, hatte ich auch schon viele getestet. Deswegen. Huch! Die schmelzen leider immer voll schnell oder zerquetschen sehr schnell. Wie ihr seht. Ist schön aufgetreten, aber ist auf jeden Fall gut Soße drin immer. Warte, was war drin? Karamellsoße, ne? Ne, weiße Schokolade mit Vanille. Und Karamell. Das Vanille schmeckt sehr natürlich. Mega lecker. Also ich bin eigentlich eher Team Schokolade als Vanille. Aber krass, doch. Voll gut. Vor allem sehr natürlich.
Konsistenz ist bei denen eher auf der zäheren Seite, also schon chewy. Man kaut schon ein bisschen dran, aber finde ich jetzt nicht störend, finde ich eher gut. Deswegen, doch, kann ich empfehlen. Boah, hat mich echt überrascht, dass es so natürlich ist. Auch die Karamellsoße ist echt gut, passt gut dazu. Die weiße Schokolade drumherum auch echt lecker. Kriegt ein Go von mir, bekommt eine 8. Bei mir ist so, wenn es gut ist, eine 8. 9 ist dann schon echt lecker und 10 muss halt echt, echt gut sein. Aber die zerquetschen halt sehr schnell, leider. Letzten drei Riegel. Ja. Ich fange mal an mit Maxi aus Aldi. Und zwar, das ist der letzte Riegel, den ich davon habe. Peanut Karamell. Auch hier komplette Nüsse drin, wie man sieht. Sagen wir es so. Schmeckt nicht schlecht. Aber Konsistenz ist bei dem anderen bedeutend besser. Ist sehr trocken. Also die Schokoschicht am Rand ist sehr dick, wie man sieht. Und sehr trocken. Also Geschmack ist okay. Konsistenz halt würde ich den anderen tatsächlich bevorzugen. Ist aber ganz lecker. Hat, oh, Kalorien könnte man nur vergleichen. Hat 215 Kalorien bei 15 Gramm Protein. Und der andere 200 bei 17. Also ist ja sogar noch ein Ticken besser. Kann man sich holen. Ich denke, wenn man das als Topping oder so hat, dann stört auch Trockenheit nicht. 7,25. Zum ersten Mal so eine Bewertung gegeben. Okay. Dann eine Marke, die ich noch nie getestet habe. Habe ich auch noch nie irgendwo gesehen, habe ich nie bestellt. Ist von Optimum. Optimum Nutrition Chocolate Peanut Butter. Erdnussbutter ist halt meins. Hat, gucke ich jetzt gleich mal, 210 Kalorien auf 20 Gramm Protein. Sind aber auch 62 Gramm, also ein bisschen mehr als die ganzen anderen. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Oh, riecht sehr gut. Oh, das riecht. Aber auch wieder sehr proteinig. Okay. Riesen-Go für die Konsistenz. Hat was von einer Mousse, aber man schmeckt leider sehr Protein am Anfang. Der Nachgeschmack ist dann doch eher Peanut Butter, aber beim Reinbeißen, ah, die Konsistenz ist geil. Oh mein Gott. Aber das, der Proteingeschmack kommt doch ein bisschen zu stark durch. Kann man machen, aber es ist auch nicht wieder, wäre nicht meine erste Wahl, vor allem nicht bei den Kalorien. Deswegen ist es immer so schwer, eine Bewertung zu finden. Hat im Nachhinein einen richtig herben Schokoladengeschmack, was hier eigentlich gut ist, aber es schmeckt leider nicht so natürlich. Eine 6,5. Da würde ich tatsächlich die anderen noch bevorzugen. Hab's vielleicht geschafft. Letzter Riegel ist nämlich der von PhD Smart. In Choc Peanut Butter. Hat auch hier 20 Gramm Protein auf jedoch 240 Kalorien. Hatte ich auch schon eine Sorte? Ich glaube, ich hatte eine Sorte davon bis jetzt, und zwar Dark Chocolate Raspberry, und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich davon gehalten habe. Sind aber auch 64 Gramm. Sieht so aus. Also ich finde die Form extrem genial. Doch, ist lecker. Ist nicht zu süß. Konsistenz ist echt lecker. Doch, ist lecker. Gutes Mittelfeld. Also kann man guten Herzens weiterempfehlen. Kann man sich holen. Aber ich weiß auch gerade nicht mit dem Preis, weil ich die mir alle online größtenteils bestellt habe oder irgendwo in besonderen Läden. Aber bekommt von mir trotzdem eine 7. Ist echt gut. Kann man definitiv machen. Das wird jetzt für mich die nächsten Tage alles mitgefuttert. Oder von Topping, als Topping verwendet. Aber ja, genau. Dann zeige ich euch jetzt gleich nochmal Nahaufnahmen von den Nährwertangaben. Genau, dann war's das auch schon mit dem Video. Ich brauche jetzt definitiv was Herzhaftes. Ich bin gerade Zuckerschock. Aber genau, ich würde sagen, danke fürs Einschalten. Lasst mir gerne eure Meinung da, ob ihr irgendwas von den Riegeln schon getestet habt oder was
eure Lieblingsriegel sind. Lasst mir mal eure Lieblingsproteinriegel in den Kommentaren da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.